kann mich wirklich noch sehr gut daran zurückerinnern an die Zeit. Das war so 2013, 14. Ich war 19 Jahre alt und wollte Fitnesstrainer werden, wollte in die Fitnessbranche einsteigen und irgendwie waren alle gegen mich. Ja? Meine Eltern, Bekannte, Verwandte, habe ich viel Gegenwind bekommen. Und auf der einen Seite war ich halt sehr fitnessbegeistert. Ich war da schon mehrere Jahre trainieren und für mich war es immer sehr wichtig, was zu machen, was mir Spaß macht. Ja, ich verbringe total viel Zeit in der zukünftigen Arbeit und wenn ich dann irgendwas mache, was mir keinen Spaß macht, das wollte ich einfach nicht. Deswegen wollte ich unbedingt in die Fitnessbranche, ich wollte unbedingt Fitnesstrainer werden, weil mich das einfach total begeistert hat. Aber auf der anderen Seite habe ich ja total viel Gegenwind bekommen. Ja? Meine Eltern fanden das am Anfang nicht cool. Meine Mutter hat mir sogar mal erzählt, irgendwann später, dass eine Bekannte ihr erzählt hat oder zu ihr gesagt hat, so, hey ja, was macht denn der Tim denn eigentlich, wenn er das fertig gemacht hat mit dem Fitnesstrainer? Geht er nochmal studieren oder macht er nochmal was Vernünftiges? Davon kann man ja nicht leben und so. Ja? Das hat sie mir mal erzählt danach. Und auch meine Eltern fanden das am Anfang nicht cool, dass ich das Ganze machen wollte. Und haben auch gesagt, ja, das ist doch kein richtiger Job und da kannst du auch nichts verdienen und hat auch keine Zukunft das Ganze. Und ich weiß noch ganz genau, wo ich mich auch mal deswegen gestritten habe mit meinen Eltern und dann irgendwie so am Bahnsteig saß, ja, und in die Stadt fahren wollte mit dem Zug und ich war so richtig wütend und sauer und traurig gleichzeitig, weil ich wollte unbedingt Fitnesstrainer werden, ja. Ich war der Überzeugung, dass es geil wird, dass ich daran Spaß habe, dass man da auch was reißen kann, aber ich habe einfach nicht verstanden, warum es einfach keiner verstanden hat in meinem Umfeld und warum es nicht kein anderer so gesehen hat, dass es was Gutes ist und dass es das ist, was ich machen möchte, ja. Und da kann ich mich noch richtig daran erinnern, wie ich da so saß und so Motivationssongs gehört habe und mir dachte, ja, warum checkt das einfach keiner, ja? Ich will das einfach unbedingt machen. So. Und dann, meine Eltern waren da aber auch sehr offen gegenüber dann im Endeffekt. Nur dieser erste Impuls war halt so, dass sie es nicht gut fanden. Dann haben wir uns auch mit anderen Trainern getroffen und so. Die haben auch erzählt, wie es dann war. Und deswegen fanden die es dann schon ganz gut. Ja, also ich habe dann meine Eltern schon davon überzeugen können, dass es eine gute Idee ist. Und dann habe ich in meiner Ausbildung im Fitnessstudio dann tatsächlich angefangen. Ja, aber es kamen halt immer weitere Probleme auf mich zu, mit denen ich dann irgendwie umgehen musste. Das nächste Problem war dann so, ja, okay, ich bin jetzt Fitnesstrainer. Spaß, es macht mega viel Spaß in der Arbeit. Es macht mega viel Spaß, Fitnesstrainer zu sein, im Studio zu arbeiten. Aber ich habe einfach sau wenig verdient. Ja? Ich habe 380 Euro netto gehabt im Monat, musste aber 325 Euro zahlen für die Schule, in die ich immer gegangen bin. Also privat, das war eine private Schule, wo man auch die Lizenzen gemacht hat. Und also hätte ich so 65 Euro ohne Provision. Ich habe durch Provision immer ein bisschen was verdient. Meine Eltern haben mich auch ein bisschen unterstützt, aber ich hatte trotzdem einfach sau wenig Geld. Und dann habe ich auch mir gedacht, okay, ich kann das auch alles noch nicht so gut, ja, also ich war da noch kein guter Verkäufer, hatte da keine guten Abschlussquoten, ich konnte noch nicht gut Trainingspläne schreiben, ich konnte noch nicht gute Übungen erklären, ja, ich kann mich auch noch an eine Situation erinnern, das kennt wahrscheinlich jeder, der mal irgendwie am Anfang eben eine Übung erklärt, ja, aber da habe ich eben einer Dame eine Übung erklärt, Kniebeugen war das, und dann hat sie mir so einen extremen Buttwink gemacht, ja, also man ist sozusagen rund geworden in der Wirbelsäule ganz unten, ja, und dann habe ich mal gesagt, ja, lass den Rücken gerade. Also sie hat es einfach nicht verstanden. Ja, und ich wusste aber nicht, was ich machen soll, weil ich einfach zu wenig Erfahrung hatte und nicht das Wissen hatte, was ich eben jetzt habe. Ne? Und all diese Sachen habe ich halt so gemerkt, okay, ich kann das alles noch nicht so gut, aber ich möchte halt unbedingt weiter in diesem Job arbeiten und ich möchte unbedingt weiter in diesem Job machen, weil es mir so viel Spaß gemacht hat. Aber wenn ich auch später meine Familie ernähren möchte, wenn ich auch mal in Urlaub fahren möchte oder sowas, dann muss ich einfach mehr Geld verdienen und kann hier nicht mit so einem billigen Ausbildungslohn und danach nur mit einem Mindestlohn oder sowas im Fitnessstudio arbeiten. Das geht einfach nicht, ja. Und dann habe ich angefangen, okay, was habe ich gemacht? Ja, die Lösung war dann einfach extrem Gas zu geben. Ich habe versucht, mich extrem gut weiterzubilden und so weiter und so fort und habe versucht, ja, weiterzubilden, also die ganzen Lizenzen sehr gut absolviert. Dann habe ich viele Bücher auch gelesen. Ich kann mich noch richtig daran erinnern, wie ich so in meinem Kinderzimmer damals noch lag, immer so, ich hatte immer Spätschicht bis 22 Uhr, dann bin ich so um 8 Uhr aufgestanden und dann habe ich immer Starting Strength gelesen im Bett, morgens um 8 oder sowas, erstmal eine Stunde, ein, zwei Stunden habe ich gelesen, ja, und habe mir das alles reingezogen, damit ich einfach ein besserer Trainer werde und damit es auch andere Leute merken und dadurch auch wieder mehr Leute im Studio auf mich zukommen und so weiter und so fort, dass mein Terminplan dann einfach voll wird im Fitnessstudio, ja, und dass auch mein Chef dann merkt, okay, das ist ein guter Trainer, die Leute wollen was von dem, die wollen von dem den Trainingsplan, ja. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich da mal diese Bücher dann gelesen habe oder sowas, ja. Ich habe auch sehr viele Seminare besucht dann, so Verkaufsseminare. Ich war mal 2015 oder so bei so einem Seminar von Dirk Kräuter, bei so einer Vertriebsoffensive. Da habe ich dann auch so ein, zwei Sachen so mitgenommen, die ich dann immer in meinen Verkaufsprozess integriert habe. Ich habe auch andere Bücher gelesen, so von Jean Girard, das ist der beste Autoverkäufer der Welt. Und da habe ich auch wieder Sachen mitgenommen für meinen Verkaufsprozess. Ja, also ich habe halt sehr viel da rumprobiert, sehr viel daran gearbeitet, da besser zu werden. Andere Seminare auch noch besucht, die mir dann mein Chef bezahlt hat, die genau auch auf das System gepasst haben, was im Fitnessstudio gehabt haben. Ja. Und dadurch wurde ich halt immer besser und besser und besser. Ja. Und
habe dann auch nach und nach immer ein bisschen mehr Geld verdient, weil der Chef auch gesehen hat, okay, ich stelle mich halt an, ich ziehe das durch und es kommt auch was bei rum, wenn ich irgendwie bei einem Seminar war, das er gezahlt hat und danach werden die Zahlen auch besser im Studio, ja, zum Beispiel. Und ja, da wurde ich halt immer besser und besser. Das heißt, dieses Problem, dass ich weniger Geld verdient habe, habe ich dann eigentlich gelöst, ja, weil danach wurde ich dann eben auch zum Studioleiter ernannt, weil der Studioleiter wurde gekündigt, ja, und mein Chef hat gesagt, hey, du hast dich hier bewiesen in den letzten anderthalb Jahren und deswegen bist du jetzt wieder Studioleiter. Das heißt, da habe ich schon ein bisschen mehr verdient. Und dann stand ich natürlich wieder vor der nächsten Herausforderung, ja, vom nächsten Problem. Wie das ganze Wissen, das ich mir selbst angeeignet habe, wie bringe ich das jetzt den anderen Trainern bei? Weil das wusste ich natürlich auch nicht. Ja, ich wusste, wie ich es mir selber beigebracht habe, aber wie zeige ich das denn jetzt den anderen Trainern? Weil man hat nicht immer die Mitarbeiter, die alles sofort so umsetzen, wie man möchte, ja, sondern es kommt irgendwelche Gegenwind. Wir hatten zum Beispiel so eine Art Weiterempfehlungsmarketing, wo man bei jedem Probetraining die Leute gefragt hat, hey, habt ihr noch weitere Leute, die an Fitness interessiert sind? Dann gebt doch mal bitte Namen und Telefonnummer, damit wir die anrufen können und zu uns einladen können. So ungefähr war das Ding. Es war natürlich noch besser verschmückt, verpackt und so. Und da musste ich auch den ganzen Mitarbeitern immer beibringen, okay, wie das funktioniert. Und dann haben sie auch gesagt, ja, das funktioniert doch nicht. Und wenn ich das mache, die Leute wollen es nicht und so weiter und so fort. Hat natürlich auch total viele Probleme im Kopf, die ich dann eben lösen musste. Und das musste ich auch erstmal alles herausfinden, wie man überhaupt anderen Leuten dann was beibringt im Fitnessstudio über Verkauf, aber auch über Training und so weiter und so fort. Ja, und das habe ich dann auch geschafft, dann habe ich es gelöst, dadurch wurde mein Team besser, ja, das Team wurde besser, wir haben viele Mitglieder generiert, neue Mitglieder, haben die alten Bestandsmitglieder versucht zu halten, ja, und das hat dann dazu geführt, dass das Studio einfach erfolgreicher wurde. Dadurch wurde ich dann zum Regionalleiter von 3 Fitnessstudios ernannt, ja, das heißt, ich habe dann 3 Fitnessstudios geleitet, habe dann da eben 15 Mitarbeiter gehabt und denen immer gezeigt, wie sie besser werden und so weiter und so fort, musste da wieder neu rausfinden, okay, wie bringe ich jetzt den Mitarbeitern jetzt wieder bei und so weiter und so fort. Und die ganzen Jahre lang habe ich auch schon YouTube-Videos gemacht. Ja, ich habe YouTube-Videos gemacht zu den verschiedenen Themen, wie man Fitnesstrainer wird. Du siehst jetzt ja auch gerade einen YouTube-Kanal, ja, den gibt es dann auch schon seit 2015. Und irgendwann habe ich mir so gedacht, wo wir dann auch so zum Ende dieser Story sozusagen kommen, ja, habe ich mir dann gedacht, okay, ich habe jetzt eigentlich mein Ziel erreicht. Ja, ich habe einen super Job, ja, ich habe ein gutes Gehalt, ich habe mega viel Spaß mit der Arbeit, es macht mega viel Spaß, mir das beizubringen. Aber trotzdem habe ich dann irgendwann gekündigt, weil ich eben diese Akademie hier aufgebaut habe und weil ich mir gedacht habe, okay, ich habe so viel Erfahrung gesammelt, ja, in den Sachen, wie bringe ich anderen Trainern was bei, ja, wie kann ich Fachwissen übertragen, wie kann ich anderen Trainern im Verkauf was beibringen und so weiter und so fort, dass ich dann eben gesagt habe, okay, ich gründe jetzt diese Akademie, weil ich das ganze Wissen weitergeben möchte, weil ich das Ganze noch größer machen möchte, ja, und dann habe ich eben trotz diesem sehr guten Gehalt, diesen sehr guten Job halt gekündigt und habe diese Akademie hier aufgebaut. Und ja, jetzt haben wir ja mittlerweile über 600 Trainer ausbilden können, ja, die Leute sind mega happy bei uns, aber diesen Teil der Story kennst du wahrscheinlich. Aber warum habe ich dir das alles erzählt, diese ganze Story? Ja, warum habe ich das alles so im Detail erzählt? Und zwar gab es eben sehr, sehr viele Stellen an meiner Karriere, wo ich Probleme hatte und wo ich erstmal ewig lang rausfinden musste, wie überwinde ich das Ganze und wie gehe ich das Ganze an. Ja, ich hätte damals gerne gewusst, am Anfang meiner Karriere, wo ich mich mit meinen Eltern gestritten habe, okay, welche Ausbildung brauche ich, ja, wie kann man da diese Probleme oder diese Gedanken, die meine Eltern haben, widerlegen, ja, wie kann ich das alles machen, was muss ich alles wissen überhaupt, um ein guter Trainer zu sein. Ja, dann später, als ich dann Trainer war, hätte ich gerne schon früher gewusst, okay, was kann ich denn umsetzen im Fitnessstudio, was wirklich funktioniert, womit ich dann auch mehr Geld verdienen kann, ja, wie kann ich ein besserer Verkäufer werden, wie kann ich auch anderen Mitarbeitern was beibringen und so weiter und so fort. Ich musste so viel lernen, mir so viel selber beibringen, ja, und hatte so viele Probleme, mit denen ich da zu kämpfen habe und habe das alles halt gelöst, gemeistert, ja, und habe halt einfach sehr, sehr viel Wissen und sehr viel Erfahrung aufgebaut über die letzten 9 Jahre in der Fitnessbranche. Und all dieses ganze Wissen, ja, all diese ganzen Erfahrungen, die ich da gesammelt habe, davon kannst du natürlich profitieren, ja, und es ist halt sehr, sehr gut, wenn du nicht die gleichen Fehler machst wie ich, sondern einfach immer nur die richtigen Dinge machst, die ich auch gemacht habe, wo ich aber davor erst rausfinden musste, was funktioniert und was nicht. Ja? Deswegen empfehle ich dir halt, mach halt die richtigen Dinge, die schon erprobt sind, die ich schon ausprobiert habe für dich, ja? Und dann kannst du das Ganze wirklich umsetzen. Und dieses ganze Wissen, diese ganzen Erfahrungen habe ich alle einmal komprimiert zusammengefasst in meinem neuen Buch Dein Weg zum Personal Trainer. Da ist alles drin, was ich in den letzten 9 Jahren gelernt habe. Und hätte ich dieses Buch am Anfang meiner Trainerkarriere gehabt, wäre alles um ein Vielfaches einfacher gewesen, weil wirklich für jeden Schritt in deiner Karriere genau die richtige Anleitung hier in diesem Buch ist. Das bedeutet, hätte ich am Anfang zum Beispiel, wo ich mit meinen Eltern gestritten habe über den Job des Fitnesstrainers, die ganzen Informationen heraus gehabt, ja, wie viel man als Trainer verdienen kann, wie die Aufstiegschancen sind, wie die Fitnessbranche dasteht und auch welche Ausbildung ich brauche, damit ich später erfolgreich werde, wäre es alles um ein Vielfaches einfacher gewesen. Ja, das heißt, ich
zeige dir ganz klar auf, okay, welche Ausbildung brauchst du, um später erfolgreich zu werden als Fitness- oder Personal Trainer, welche fiesen Tricks fallen in viele Leute rein bei der Wahl der Ausbildung und so weiter und so fort. Dann zeige ich dir auch auf, wie du das richtige Studio für dich findest, damit du in diesem Studio auch gut Gas geben kannst als Fitness- oder Personal Trainer. Da hatte ich ja früher Glück, ja, als ich bei der Wahl meines Studios, aber hätte ich kein Glück gehabt, ja, dann wäre es ganz anders gelaufen. Hätte ich aber dieses Buch hier gehabt, dann hätte ich auch bewusst mich dafür entschieden, in diesem Studio zu arbeiten, weil ich eben genau die Strategien daraus kenne, wie man ein gutes Studio identifiziert und vor allem auch, wie man sich dann bei diesem Studio so bewirbt, dass man aus der Masse der Bewerber heraussticht und dass man die Chancen auf einen Job in einem guten Studio drastisch erhöht. Ja, das zeige ich dir auf. Dann zeige ich auch auf, ja, da hatte ich damals ja auch das Problem, dass ich eben wenig Geld verdient habe als Fitnesstrainer, habe ich alles rausgefunden, wie ich da mehr Geld verdienen kann, wie ich aufsteigen kann. Das habe ich ja alles in dieses Buch reingepackt, wie du mehr Geld als Trainer verdienen kannst, wie du dem Unternehmen Mehrwert stiften kannst. Und da habe ich auch wirklich nur die Dinge aufgeschrieben, die den meisten Mehrwert gestiftet haben, die auch wirklich funktioniert haben. Ja, und das Buch heißt ja auch Dein Weg zum Personal Trainer. Das heißt, ich zeige dir dann auch auf, wie du es schaffen kannst von einem Fitnesstrainer zu einem Personal Trainer, weil ich ganz genau weiß, okay, welche Mindset-Probleme haben viele Personal Trainer. Ja, ich habe damals eben viele Mitarbeiter auch gecoacht, betreut. Deswegen weiß ich da eben auch sehr, sehr viel drüber, was so die Probleme im Kopf waren, warum sie nicht gut waren im Verkauf, warum sie nicht gut waren in der Trainingslehre, warum sie nicht gut waren im Umgang mit den Kunden. Ja, und ich habe natürlich auch schon wieder aus den letzten 2-3 Jahren, wo ich die Akademie hier habe, sehr viel Erfahrung darin gesammelt, wie man Personal Trainer coacht, denn da haben wir auch schon die ersten, die Personal Trainer in die Selbstständigkeit begleitet, haben denen gezeigt, wie sie neue Kunden gewinnen können und so weiter und so fort, wie sie gute Monatsumsätze machen. Zum Beispiel ein Kunde von mir, der Andreas, der hat jetzt im Januar 16.000 Euro Umsatz gemacht, ja, und all diese ganzen Erfahrungen habe ich auch reingepackt, ja. Wie gestaltest du als Personal Trainer den Verkaufsprozess? Das steht hier natürlich auch drin, ja. Ich habe wahnsinnig viele Beratungsgespräche schon geführt im Fitnessstudio und Mitgliedschaften verkauft, ja. Das ist ja alles drin in dem Buch. Und auch, wie machst du richtiges Marketing? Wie machst du Marketing, das automatisch neue Kunden für dich als Personal Trainer anzieht, ja. Im Marketing habe ich auch sehr viel Erfahrung sammeln können über die Jahre, einmal im Fitnessstudio als Studioleiter, als Regionalleiter, aber natürlich auch hier in der Arbeit, in der Kooperation zusammen mit dem Personal Trainer hier bei der Akademie, aber natürlich auch mit der eigenen Akademie habe ich sehr viel Erfahrung in dem Bereich Marketing gesammelt. Und all das befindet sich eben hier in diesem Buch. Ja, und wenn du dir dieses Buch jetzt holst, dann wirst du halt davon profitieren, du bekommst einen klaren Schritt-für-Schritt-Plan, was du jetzt machen musst, um eben erfolgreicher Fitness- oder Personal Trainer zu werden. Und du, die ganzen Fehler, die ich gemacht habe, machst du nicht, sondern du machst nur die richtigen Dinge, wo ich schon für dich rausgefunden habe, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und wenn du sagst, du möchtest dieses Buch jetzt haben, dann habe ich eine sehr gute Nachricht für dich, weil ich verschenke dieses Buch hier kostenlos. Ja, du beteiligst dich lediglich an Versand- und Druckkosten. Das bedeutet, das liegt bei 5,95, ja. Druck kostet ungefähr 2-3 Euro und nochmal für den Versand. Ja, das ist ungefähr bei dieser Summe. Und ich verdiene an diesem Buch nichts. Das ist all mein Wissen, all meine Erfahrungen sind hier drin in diesem Buch, damit du eben nicht dieselben Fehler machst wie ich, damit du erfolgreich wirst, damit ich dir mit diesem Buch hier helfen kann, damit du in deiner Karriere als Fitness- oder Personal vorankommst. Das heißt, bestell dir jetzt sofort dieses Buch, 5,95, keine weiteren versteckten Kosten. Geh jetzt einfach direkt hier auf den Link und auf die Seite und bestell dir das Buch. Ganz einfach auf die Seite gehen, wegzumpersonaltrainer.de, alles zusammengeschrieben. Da hast du noch mehr Informationen hierüber und eigentlich ein No-Brainer, das musst du dir unbedingt holen, ja, für 5,95 ist echt nicht viel und alles Wissen darin, ja, ist auf jeden Fall eine starke Abkürzung zu deinem Erfolg als Fitness- oder Personal Trainer. Wir hören und sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Bis dann, dein Tim Kinalzel, Karriere als Fitness-Trainer-Akademie und ciao.